Wir nahen uns hier zu zweit. Als schwankende Gestalten sind pflichtgemäß zu göttlich klarem Blick geneigt, der auf die Herzen zielt, bei Jungen und bei Alten, und freuen uns, wenn er sich in guten Werken zeigt. Sehr geehrte Spektatores, das war, mit teuflischem Verlaub zu sagen, hohe, ganz hohe Poesie. Da stimmte jeder Reim, jeder Rhythmus. Höher geht's gar nicht. Ich dagegen, myself and I, wie der große William immer sagte, ich sage euch in aller Freundschaft... Adrem, mein Lieber, Adrem, zur Sache, wenn ich bitten darf. Wir wollten doch eine poetische Weltanalyse, eine Sphärenharmonie hier zelebrieren. Da soll das Böse gar nicht, fast gar nicht vorkommen. Ich sage euch, lieber Kollege, in aller Freundschaft, wenn es im Himmel eine Gewerkschaft gäbe, ich wäre das erste Mitglied, ob mit oder ohne Glied. Lass er bitte diese teuflischen Zoten. Wir haben einen göttlichen, einen guten Ruf. Reiß er sich zusammen und führe er unseren Dialog bei Zeile 5 artig, wie es sich für einen Engel gehört, weiter. Ach, es ist euch kund, dass sich auch Böses drängt heran, die irdisch armen Seelen zu erweichen. Und bitterböse Hybris schleicht sich teuflisch an. Hier an des Ellerbachs unschuldig gurgelnden Gewässern und unter eures Landesherrn mildtätigem Blick wollen zwei verwegene Menschenkinder unsere Welt verbessern. Dem einen sitzt viel Gottesfurcht, dem anderen Magie in dem Genick. Ich darf euch höflich darauf aufmerksam machen, dass in dem letzten Vers eine Silbe zu viel war. Was soll diese Beckmesserei? Bemühe sich gefälligst um seine Passagen, basta! Ach, schon gut, Kumpel. Kumpel, Kumpel! Erzengel könnten wir längst sein, wenn du nicht immer diese Attacken auf unseres Herrn Ohr reiten müsstest. Ja, wenn's im Himmel eine Zeitung gäbe. Ja, ich wäre ja die Erste, die sie lesen würde. Vor allem die Stellenanzeigen. Da hat mir doch letztens unser Kollege, der beinahe zum Erzengel ernannt worden wäre... Ja, vergessen wir diesen Schwätzer und kommen mit höchster, ja himmlischer Konzentration zur Vorstellung der Hauptakteure. Der eine, Faust wird er gewöhnlich hier genannt, kommt schillernd aus der dunklen Ferne, wie ein Antichrist. Der andere, eher ein Büchernarr im Mönchsgewand, er will beweisen, dass sein Gegenpart ein übler Magier ist. Das Resultat wird einst im Lebensbuch verzeichnet stehen, das aufgezeichnet wird am jüngsten Tage. Da wird Gott Vater kaum durch seine Finger sehen und von ihm nehmen leicht des Höllenfeuers Plagen. In der Tat, Chef, mir scheint, als ob's im Himmel dieselben Strebertypen und dieselben Rangeleien gibt, wie hier auch auf der Erde. Und in Kreuzenach, wo die Stelle eines Schulmeisters an der Lateinschule vakant geworden ist, da haben sich gleich zwei hohe Gelehrte beworben. Gleich zwei. Und was für Kaliber! Boah. Also, den Vergleich zwischen himmlischem und irdischem Personal möchte ich überhört haben. Aber wollen wir zwei doch unseren Prologus noch versöhnlich zu Ende bringen, damit wir dann mit Verlaub von unserem himmlischen Regisseur das Wort an unseren irdischen Regisseur abgeben. Einverstanden? Na, einverstanden. Versuchen wir es doch im Duett. Einverstanden. Also los. So mag der Himmel hören auch die folgenden Gesänge, die ihr Theaterleute dringen lasst ans Menschenohr. Sie sind ja abgelauscht dem bösen Weltgedränge. Und ihr
ihr Spieler hofft, Gott Vater habe auch Humor. Nur ungern lassen wir euch göttliche Komödie spielen, wie sie der kecke Dank in Ravenna einst gewagt, und warnen euch, nach Weltenruhm zu schielen. Das sei nun an des Spieles Anfang klar gesagt. Das hat ja perfekt geklappt mit uns. Nahezu perfekt. Naja, aber wir können unserem Chef doch jetzt Vollzug seiner Weisung melden. Schauen Sie einmal in die Runde, liebste Hedwig. Was für ein herrlicher Tag heute. Ja, mein Gebieter, wie von Gott für uns gemacht. Oh, wie wär's mit einem Ausritt zum Disi-Bodenberg, sag an. Oh, Disi-Bodenberg, ein verlockender Gedanke aus einem reizenden, lieblichen Mund. Oh, ich glaube, wir sollten unseren Ausritt später verschieben. Hat sich doch unser neu eingestellter Hofastrologe, der hochverehrte Herr Johannes Wirdung, von der Alma Mater zu Heidelberg anheischig gemacht, in der letzten Nacht sein neuestes Teleskop auf die Sterne hier über unserer Burg zu richten, um unserer ehrenwerten Familie, ja, so hat er sich ausgedrückt, unserer ehrenwerten Familie ein Horoskop zu stellen. Ein Horoskop? Was ist das? Was? Sei nicht so vorlaut, du kleiner Racker, und unterbrich deinen Vater nicht so keck. Wo waren wir stehen geblieben, mein Liebster? Beim Familienhoroskop, wenn ich mich recht entsinne, von unserem ehrenwerten Herrn Johannes Wirdung, der für uns in die Zukunft schauen wird. Ist die Zukunft auch farbig? Rot oder weiß? Die Zukunft farbig? Na gut, sagen wir mal, die Zukunft sei rosarot, ja, rosa. Und das Schicksal? Wie das Taufkleid von unserer kleinen Hildegard. Jetzt aber Schluss der Fragerei. Deinem Vater brummt schon der Schädel von deinen vielen dummen Fragen, mein Kind. Liebste Frau Hedwig, Fragen, auch Kinderfragen sind ein gutes Zeichen. Dämmert doch eine neue Zeit herauf, in der der Mensch sein Schicksal, ja, sein Lebensschicksal in die Hand wird nehmen. In die Hand nehmen? Die rosarote Zukunft? Aber Papa, das Schicksal kann man nicht sehen, nicht hören und nicht riechen. Ja. Also ist es auch nicht da. Das hat unser Hofkaplan gestern zu mir gesagt. Unser Herr Hofkaplan heißt das. Ja, unser Herr Hofkaplan hat gestern zu mir gesagt und hat ein ganz ernstes Gesicht gemacht. Und dann hat er mich 2 Ave Maria und 2 Vater Unser beten lassen. Recht so, ganz recht so. Aber Papa, den lieben Gott kann man doch auch nicht sehen. Nein. Doch auch nicht. Was? Den lieben Gott kann man auch nicht sehen? Jetzt ist Schluss der Fragestunde, das sage ich dir. Du gehst jetzt rein, trinkst deine Milch und dann ab mit dir zur Reitstunde. Aber schleunigst, du kleines Fragezeichen. Also Franz, was dieses Kind für Fragen stellt, ja, wo soll denn das noch hinführen? Liebste Frau Hedwig, diese Fragen machen mich stolz, aber auch nachdenklich zugleich. Und wer weiß, vielleicht wird man schon bald in der Zukunft, in der rosaroten Zukunft auf sie Antworten zu finden versuchen und nicht alles mit irgendeinem Hinweis auf eine Bibelstelle zudecken können. Oh, das klingt aber ein wenig nach Rebellion. Oh, gewacht, mein lieber Franz. Aber auf wen sollen wir denn hören? Ja, auf wen? Und erst recht unsere Kinder und Kindeskinder. Liebste Frau Hedwig, für mich ist diese Frage schon so gut wie entschieden. Wir
müssen das Boot der Wissenschaft besteigen und uns nach neuen Ufern umsehen. Und da brauchen wir so Leute wie den Johannes Wirdung, der uns mit seinen astrologischen Erkenntnissen und seinen Horoskopen sicher weiterhelfen kann. Und eines Tages werden wir den Kosmos kennen und unseren Ort und unser Schicksal darin finden. Und im Kleinen wird uns die Alchemie zeigen, wie das Leben und die Materie funktionieren. Oh. Wir werden nicht nur schon bald wissen, wie man Gold herstellen kann, auch wie die Organe und Säfte des Körpers arbeiten. Und in nicht allzu ferner Zukunft wird es deswegen auch weder mehr Armut noch Krankheit auf Erden geben. Wir können nicht länger darauf beharren, dass die Erde eine Scheibe sei. Und wer weiß, vielleicht wird auch die Schöpfung nicht mehr bald nur Schöpfung genannt werden, sondern Evolution. Und der Mensch wird so eine Art Schöpfer sein. Oh, also Franz, das, was du hier als Zukunft für die Menschheit anvisierst, das erschreckt mich ein wenig. Sag mal, wo bleibt denn da der Respekt der Fromme vor den Aussagen der Heiligen Mutter Kirche? Und was werden solche Gedanken weiterwirken? Und welche Konsequenzen werden diese Widersacher, ja, ich will sie nicht Ketzer nennen, zu fürchten haben? Ja, bedenke er doch einmal, mein lieber Bruder könnte einmal Bischof von Speyer, Bischof mit Mitra und Stab werden. Du, da prallen doch Welten aufeinander. Für mich prallen da eher Weltbilder aufeinander. Und wir Menschen haben die Wahl, wo wir in Zukunft unsere persönliche Wahrheit finden können. Und das können wir nicht alleine. Und schon bald werden wir Mitstreiter finden in allen Fakultäten, in allen Wissensbereichen. Und da brauchen wir auch so Leute wie den Johannes Wirdung zum Beispiel. Halt, mein lieber Franz. Da muss jetzt nur noch ein ganz bestimmter Name fallen, den ich in Kreuznach in letzter Zeit des Öfteren, zuweilen im ängstlichen Flüstertone, zuweilen aber auch schon mit leuchtenden Augen zu hören bekommen habe. Oh, Magister Faust. Oh. Hedwig? Nun ja, Magister Faust in Kreuznach, wie das klingt, ne? Ich armes Weib, ich höre diesen Namen mit Herzklopfen. Und ja, was wird erst sein, wenn unsere Knaben dermaleinst in seiner Schule sitzen und mit Begeisterung in den Augen an seinen Lippen hängen werden? Solcherlei Bedenken sind schon zuhauf an mein fürstliches Ohr gedrungen. Letztendlich bin ich ja auch verantwortlich für die Anstellung dieses begnadeten Lehrers. Begnadeten sagst du, mein lieber Franz. Aber von wem begnadet? Ja, haben wir nicht alle unsere geistigen und auch geistlichen Gaben von unserem Herrgott? Und lauert auch nicht in dieser doppelten Gabe der Widersacher, der Teufel, indem er den Menschen einflüstert, dass das Geistige, das Wissen wichtiger als das Geistliche? Also, ich bin gelinde gesagt ratlos, mein lieber Franz. Aber ich bin ja auch nur ein schwaches Weib, dessen Bedenken von mir, Ihrem Angetrauten, ernst genommen werden. So ernst, dass ich in den kommenden Monaten selbst die Situation an unserer Lateinschule zu visitieren gedenke, um dann über das Schicksal dieses doch etwas umstrittenen Lehrers Faust zu entscheiden. Also Franz, der Himmel möchte dir zu einer weisen Entscheidung verhelfen, wenn auch unsere liebe Kleine gerade nichts Rechtes mit dem Begriff Schicksal anzufangen wusste. Ja, können wir es denn? Können wir es? Können wir es? Können Lass uns wir's? Doch unseren kleinen Ausritt wagen. Können wir es? Wir können Ajo. Und nicht so stürmisch, lieber Franz, wir haben schon 4 Kinder. Ach, was ein Hitz. Wenn
gleich wieder. Ja. Jeden Tag das Gleiche. Ja. Immer wieder dasselbe. Furchtbar. Ich glaube, es rennt schon, gell? Was? Gar nicht? Ja, ja. Redest du? Doch, doch, schon ein paar Tonnen abdrücken. Ja. Eins, zwei, drei, vier. Oh, und die andere alte bei. Sieben. Jo, du Kleckrotz. Kannst du gar nicht zählen und willst hier den Ton angeben. Ja und? Du Naseweiß, zähle kann ich schon bis 100 oder 1000. Jo, bis 100 oder 1000. Wo willst denn du das gelernt haben? Hä? Wo sollst du das gelernt haben? Etwa in der Lateinschule beim Dr. Faust? Nee, da oben an der Bach, an der Ellerbach, bei der Alt-Eller-Fra. Da hon ich Zähle gelernt. Jo, da hast du Zähle gelernt bei der alte Hex. Hat sie da vielleicht ihr Goldstickelchen in dein Scherz gezählt? Oder dein drei rote Baste vom Corona? Nee, du Dummkopf, du, bei der Alt-Eller-Fra, da hon ich die Köpfe von denen Fröschzähle gedürft. Und die haben ihr Hälse rausgestreckt. Und da haben sie so schön dabei, so wunderschön gequakt. Und da hast du mitgequakt. Quack, 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 quack. Nee, gezählt habe ich da bis 1000. Ach, oder? Kannst du gar nicht zählen. Jo, bis 1000. Ja, oder noch mehr als 1000. Bis 600. 700? Jo, 700 Käpp von denen frech, das kann gar nicht. Und dann hatte die also rote Baste wie du, die frech. und außerdem, der Frosch kenn ich, der war acht da dabei. Jo, und weißt du was, der zu mir hat er gesagt. Zu mir hat er gesagt. Ach, dir, das hat er nicht gesagt. Nee, nicht Mittagessen, der hat zu mir gesagt. Meine rote Hohe, die wäre so schön wie die von unserem Gretchen da. Wo ist es dann? Do. Und oder wie der Prinzessin von der Appstore. Jo, ja, das klappt schon. Das hat er gesagt. Also, wenn ihr so keine Krotte habt, wenn ihr Krotte habt, jetzt nicht auf der Streite, dann gibt's nichts mehr zu essen. Dann ist das Dürfen mit den Erbsen leer und jetzt will ihr kriegt leisende Bauch. Los jetzt. Ach, jo. Auf. Hopp. Jo. Was dann? Genau. Hey. Du kriegst ja auch die Suppe. Jetzt komm. Jetzt. Bitte. Jetzt strecken wir sich immer vor. Die Linse, wo sind sie? In Dippe, sie Hippe. Koche 7 Wochen. Sind hart wie ein Knochen. Sie koche 3 Wochen, sind hart wie ihr Knochen. Linse? Linse? Ey, das sind doch keine Linse da, das sind doch Äpse. Ajo, Mensch, Linse oder Äpse, das ist doch alles eine Matsch. Das sind doch Äpse. Und noch nicht einmal ein Schwart, noch nicht einmal ein Schwart ist da drin. Da guck dir mal. Ay, da hast du recht, Anna. Kein Fett auch guckt da raus, kein ähnliches, mager. Na, mit uns armen Weizleid kann man es hier machen. Kein Fett in der Suppe und kein Schmalz auf dem Brot. Kein Schmalz. Das Salz fehlt auch. Ist das Leben? Schönes Wetter. Komm, setz dich. Schöne Zeiten. Die Zeiten. Die Zeiten für den gemähnen Mann. Und die gemähne Frau. Ja. Aber so heißt es halt in der Schrift. Am Sonntag, da hat der Pastor in der Predigt gesagt, dass... In Latein oder in der Jüdischsprache? Auf Deutsch hat er gesagt. Es wird eine lange Dürre kommen. Und da hat einer dazwischen gerufen. Ich lehn dick, wär mal lieber. Aber stellt euch vor, in der heiligen Messe. Denkt euch! Was? Ja. Das war bestimmt ein Mannsbild aus Gemenne! 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 Der Deibel aus Gemenne!
hockt es alle. Du Krotte! Hält der Weimutter Schnabel? Dich soll die Krottpetze. Das stimmt doch. Der Teufel ist doch ein Mannsbild. Elendisches, das weiß doch jeder. Ja, so ist es. So viel Frechheit kennen sich nur die Männer, die Kälte für Maledeide erlauben. Eine Frau hat sich schon längst an den Pranger gestellt, dass die Leute ja nicht besser sind, als diese Anspucke kennen. So. Mir arme Weibsleid, mir. Gefort die Männer. Genau, nee, so ist es. Nee, so sind nicht alle Männer. Ach. Weiß Gott nicht. Ah, ja. Am Mittwoch, da ist mir einer über die Welt gelaufen. Oh. Der hat ganz fein, hat er gesagt. Ganz fein. In Ladei. Nee, auf Deutsch hat er gesagt. Oh. Mein schönes Fräulein, darf ich's wagen, meinen Arm und Geleit ihr anzutragen? Oh. Schönes Fräulein, schönes Arm und Geleit. Nobel. Ja, jetzt sag doch mal, wo war der dann her? Ei, bestimmt nicht aus Zellemoche. Na, ne Jut kann das nicht gewesen sein. Zellemoche, wo sind wir dann? Nee, Jut hätte sowas nie gesagt. Nee. Aber Herzkloppe hatte ich schon wie ich Nein gesagt. Und dann habe ich ihm ganz hämlich in den Ohr geguckt. Und dann bin ich schnurstracks in die Kirche hin, um mich zu beruhigen. So hätte bestimmt der Deibel seine Hand im Spiel. Ganz bestimmt. Das ist sein Cash. Da, schau mal am Ellerbach. Du warst Schweiber. Ja. Du, bei denen scheint es gerade was zu essen zu geben. Lass uns doch rasch unsere Verkleidung anlegen und uns dazugesellen. Vielleicht haben die ja einen Happen für uns über. Und nach diesem Marsch von Spornheim her bin ich schon rechtschaffen hungrig. Aber das ist doch albern mit dieser Verkleidung. Die merken doch gleich, dass wir keine Studenten sind. Ach was, komm jetzt, mach schon und hilf mir mal. reiß mir nicht den Kopf ab. So, und wenn wir dann da unten sind, lass mich nur machen. Die werden schon nichts merken. Und wenn ich denen erstmal was von Paris erzählt habe, du, dann nehmen die uns alles ab. Ey, das ist meine Mütze. Ja, da, guck mal, das ist deine. Ja, so. Ja. Wenn ich denen erstmal was von Paris erzählt habe, dann glauben die uns alles. Du weißt doch, wie gut, glaube ich, solche einfachen Menschen sind. Und jetzt sollten wir uns eilen, sonst ist der Topf da unten leer. Dass du immer ans Essen denken musst. Wir haben Fastenzeit, Bruder. Oh. Mit dem, was die da unten in ihrem Topf haben, kannst du das Fasten ganz bestimmt nicht brechen. Und wir hatten schon was davon, wenn wir zwei hier vor Hungertod umfallen. Und außerdem, wer sagt denn dir, dass ich nur ans Essen denke? Viel lieber denke ich doch ans Trinken. Wozu sind wir schließlich im Kloster? Doch wegen des guten Bieres, das dort gebraut wird. Und naja, zum Lobe Gottes natürlich auch. Beides läuft ja irgendwie aufs Gleiche hinaus, nicht wahr? Wenn der Trithemius wüsste, was wir hier in Kreuznach vorhaben, dann... Wir holen uns doch nur zurück, was der jahrelang aus uns rausgepresst hat. Und weißt du was? Was? Wir gehen jetzt einfach los, komm. Auf dann. Eigentlich wollte ich noch was sagen, aber irgendwie... Los, komm, die Suppe. Die Suppe riecht bis hier. Lass uns mal dahin gehen. Ja, komm, lass uns mal gehen. Lass uns jetzt mal gehen. Ja.
Magister Georgius Sabellicus Faustus Junior Pons Necromaticorum Astrologus Magus Secundus. Was? Chiromanticus Agromanticus Pyromanticus in Hydra Arte Secundus. Dieser verdammte Scharlatan, Betrüger, Hochstapler. Magister und Astrologe will er sein. Das Schicksal aus den Knochen, dem Feuer und dem Wasser herauflesen. Die Stimmen der Verstorbenen heraufbeschwören. Und so eine Schlange habe ich an meiner Gelehrsamkeit und meinem geheimsten Wissen teilhaben lassen. Und jetzt. Seid ihr euch denn wirklich sicher, dass es sich dabei um diesen Georg Helmstetter handelt? Solche herumreisenden Quacksalber gibt es doch schließlich zu Dutzenden. Natürlich bin ich mir sicher. Das Gesindel mag mich aus Sponheim vertrieben haben, aber ich habe noch meine Quellen und Informanten und die sind absolut zuverlässig. Es wird Zeit, dass ihm jemand das Handwerk legt, diesen. Ich verstehe doch, dass ihr wütend seid. Aber selbst wenn dieser Dr. Faustus Georg Helmstetter ist, Bruder, lasst doch die Vergangenheit ruhen und vertraut auf die Gerechtigkeit des Allmächtigen. Ihr solltet euch zu schade sein, auf so billige irdische Rache zu sinnen. Rache? Rache? Geht doch nicht um Rache. Nein? Wenn er nur als billiger Quacksalber sein Unwesen treiben würde. Aber dieser Franz von Sickingen, der ja gewissen okkulten Praktiken nicht abhold ist. Dieser blinde und gutgläubige Sickingen hat noch dafür gesorgt, dass dieser Faust zum Leiter der Lateinschule ernannt wird. Ja, Leute. Geht doch nicht um Rache. Geht um unsere Jugend. Unsere Kinder. Mhm. Unsere Kinder müssen vor diesem Hochstapler geschützt werden. Aber Trithemios. Nenn er nicht diesen Namen. Hier in Kreuznach sind wir zwei einfache Bettelmönche. Niemand darf erfahren, wer wir wirklich sind. Alle wei, Gretchen. Hör auf zu schaffen. Guck, hol dein Teller. Es gibt's Brot. Und du brichst Brot. Danke. Wollen wir nicht noch ein Gebet sprechen, Kleines? Ach, das schon wieder. Was sollen wir sprechen? Gebet? Für wen sollen wir und für was sollen wir ihn danken? Für die, was es ob da. Und das trockene Brot. Noch nicht mal ein Messerspitz Kriebeschmalz ist da drin. Und wir haben die Plackerei da an dem viele Wasser, an dem kalte. Ja, sagt auch mal was hier, oder? Ja, recht, Herr Schö. Und mit dem Gebet, mit dem Gebet wird der Fraß auch nicht besser. Nee, gar nicht. Was ist ob? Nee. So. Wisst ihr was? Ihr seid heute wieder so zäh wie Juchte. Du doch mal ein schönes Stickelchen erzählen, lass mir mal was lachen. Ja. Erzähl. Ja, erzähl mal was. Macht zwar den Bock auch nicht fett, aber ich kann euch mal ein Stickelchen erzählen, was ich vorgestern hinter unsere Boutique aufgeschnappt habe. Jo, wir wollen doch mal lachen. Erzähl mal. Es geht um die zwei Männer, um die zwei Dusselkäpp, die da aus unserer Nachbarschaft. Oh ja, erzähl mal. Genau. Erzähl mal. Da kam der Hannes zu dem Peter auf den Hof und da hat er gesehen, wie der Peter mit einer langen Stange in seiner Poolgruppe rumgestanden hat. Immer hoch und runter und hin und her. Und dann hat der Hannes, wisst ihr, der manchmal so ein bisschen arschneigerisch ist, seht der Hannes,
Peter, was storrest du dann da so allein in deiner Poolgrube rum? Seht ihr, stell dir mal vor, was mir passiert ist. Ei, mir ist ja mein alter Wammes in die braunen Brie gefallen. Seht ihr, Hannes, Peter, wirklich, um den alten Wammes ist das doch nicht schad. Genau. Nee, seht ihr, Peter, um den Wammes ist das nicht schad. Aber du, du, in dem rechten Säckel, da war ja noch mein Butterschmier. Oh. Oh. Die Butterschmier, die ist doch schon uralt. Die Butterschmier. Jetzt ist nur genug von denen alten Wammes, denen Poolgrube und Mischtaube. Warum? Und denen alten Männer. Du, da kommen junge Männer. Oh. Oh. Die haben Studentenkappe auf dem Kopf und eine kleine Ware haben die dabei. Die wollen zu uns, die wollen zu uns. Oh, schnell. Ihr kreizt nachher was, Schweibe. Und vor allem, ihr junge Mädchen, fallt nicht aus der Roll. Und du, Gretchen, mach doch nicht mehr so fromm Gesicht. Was ist so? Wer das etwas für uns? Und mich hier. Oder? Nee. Gott zum Gruße, ihr schönen Frauen und Mädchen. Man hat meinem Mitstudiosus und mir schon viel über die Schönheit der Frauen und den guten Wein hier von den Rebenhügeln an der Nahe erzählt. Ah. Und diese Köstlichkeiten wollen wir jetzt geflissentlich studieren. Geflissentlich? Hey, das habe ich schon noch nie gehört. Was ist das für ein Ausdruck? Geflissentlich studieren. Oh, geflissentlich. Ey, ich glaube, ich mache mal geflissentlich mal ob ich den Knopf zu. Ach, du, bevor du. Man weiß ja nie, gell? Ja. Eigentlich haben wir ja nicht viel Zeit. Oh. Wir wollten nur. Ja. Jetzt guckt doch nicht so echauffiert und ängstlich aus der weißen Wäsche, ihr Lieben mit den prall gefüllten Mietern. Meine Kommilitonen und ich wollen doch nur die Landschaft und die Leute die Landschaft kennen und lieben. Ah, lieben. Oh, lieben. Lernen. Das ist auch Flehupse. Also für Studenten. Für Studenten seid ihr aber ganz schön alt. Darf man dann überhaupt so lang studieren? Nun ja, manchmal dauert es halt ein bisschen länger. Das Wissen der ganzen Welt zu erfassen, da kann man nicht kleinlich sein. Da muss man schon das eine oder andere Studienjahr draufpacken, um so klug zu werden wie wir beide. Du müssen da eigentlich mal den Dr. Faust angucken. Ja. Was das, dass der alles weiß und kann, der kann alle Krankheiten heilen. In die Zukunft gucken. Und sogar mit der Seele von denen Todesschmerzen. Und da könnt ihr lang studieren. Am besten, ihr kommt immer um 1, 2 an der Eiermarkt. So hinne. Da hat er sein Laboratorium aufgebaut. Und dann kommen da die ganze Leid und die heilt er dann. Und jo, und saubere, wenn er vielleicht mein liebes Kindchen. Der, von dem du da sprichst, das ist gewiss ein Scharlatan und Aufschneider. Ja, wir beide dagegen halten es mit der Wahrheit und sind stets bemüht,
der Wahrheit und der Wissenschaft bis auf den Grund zu gehen. Und das können wir sogar mit Musik. Du, ich glaube nicht, dass die Damen jetzt Zeit und Sinn dafür haben. Wir halten sie doch nur von der Arbeit ab. Oh, und eigentlich müssen wir auch weiter. Wie sagten schon die alten Römer, Wein, Weib und Gesang vergolden unser Leben. Vergolden, hat der Ewe gesagt. Unser Leben vergolden. Ich falle ja in Ordnung. Vergolden. Flatsch. Fass dich, reiß dich zusammen und denk an deine Kinder. Guck mal, wie die zwei jungen Dinger schon die Ohren spitzen. Du. Ich glaube, es ist besser, wenn mein Kommilitone jetzt anfängt zu singen, dass du zumindest die jungen Gören wegbringst. Jo, das haben wir auch schon gedacht. Fort mit euch, das ist nichts für euch, ihr seid so jung. Schönes Kind, halt. Jetzt lass dich doch nicht von den Worten meines Kommilitonen irritieren. Ja. Der meint's nicht so, der ist nur ein bisschen schüchtern und zurückhaltend. Ja, habt Vertrauen zu uns. Ja. Wir beide studieren die Artes Liberales, die sieben freien Künste und kommen geradenwegs aus Paris. Aus dem Paradies kommt ihr. Aus dem Paradies. Unglaublich. Unglaublich. Da müssen wir ja den Pastor holen. Ja. Und vielleicht die Glocke schlagen. Ja, genau. Den Bürgermeister und den Magistrat. Müssen du herkommen? Da an der Elbe. Aber meine wackeren Wäscherinnen, woher die Aufregung, woher? Paradies, kloppt mir bis zum Hals. Aus dem Paradies kommt ihr, aus dem Himmel direkt. Und ich hab nur mein Schafgewand. Und ich hab gar kein Strümpfe. Das macht's leichter. Nein. Wir zwei kommen nicht aus dem Paradies. Nein, wir kommen aus Paris. Dieser weltbekannten großen Stadt an der Seine. Nicht aus dem Paradies. Aus Paris. Aus Paris. Genau, ihr Lieben, da kommen wir her. Und Paris. Paris ist weiß Gott nicht das Paradies. Weiß Gott nicht. Sondern was dann? Sodom und Gomorra? Babylon vielleicht? Oh, heilig Hildegard, steh mir vor. So ein Stück weit Babylon ist das schon. Ja. Ein Stück weit Babylon ist das schon. Dann alle hopp die heraus, Paris. Wir haben schon Herzklappe und der Miete. Es neigt aus dieser großen, weiten Welt. Alle hopp. Meine Damen. Schöne Frauen. Liebhaberinnen. Lasterluder. Mein Kumpan und ich, wir beide sind gekommen, um euch etwas zu bieten aus den lasterhaften Liedern. Den Lasterliedern des François Villon aus Groß-Paris. Groß-Paris. Leg los. Die Pariser fallen vom Himmel. Bam. An
anfangen. Jo, anfangen. Los, anfangen. Anfangen. Wir bitten um Aufmerksamkeit für eine Rezitation, die sich gewaschen hat. Oh. Spitzt eure Ohren und seid auf alles gefasst. Denn wir bieten Ihnen unsere Übersetzung von die Ballade, von den Armen und den Reichen. Oh. Als Lazarus einst in der Asche hocken musste, den Leib von Eiter schweben, ganz entstellt. Alter. Wer von den Nachbarsleuten wusste, was Elend heißt? Sie lebten nur dem Geld und rührten keinen Finger für die Armen. Sie sagten, wen Gott straft mit harter Hand, dem darf kein Christ sein Mitleid schenken und erbarmen. Sonst macht der Mann Geschäfte mit dem Höllenfeuer! Bewahr uns! Hört nur den Refrain, den Kecken. Allüberall, wo sich die Menschen drängen, denn wer es lang hat, der lässt es auch lang hängen. Denn wer es lang hat, der lässt es auch lang hängen. Ruchlose Sünderpack! Oh, ist das da? Der schon wieder. Halt! Und noch einmal halt! Ruf ich auf diese Vorhölle, auf dieses Babel herab, im Namen des Herrn und aller Heiligen. Seid ihr Weibsbilder von allen Enten besessen und sind eurer Einpeitscher direkt aus dem Sündenpfuhl gestiegen. Nee, nee, aus dem Sündenpfuhl kommen die nicht. Die kommen aus Paris. Genau. Das ist ja noch viel schlimmer. Sodom und Gomorra über euch, ihr Diener des Mammons, des Teuflischen und des Fleischlichen. Paris, Paris, der Vorhof der Hölle. Jetzt nur langsam. Genau, Schmänner. Sie reden hier vom Fleischlichen. Vom Fleischlichen? Haben Sie mal unser Sub geguckt, hä? Genau, ja. Da ist nichts Fleischliches drin zu finden. Da ist sogar nicht ein Stück Schwarz drin. Ja, ja. Ja. Also, ihr Brettisch, die richtig, glaube ich, geht die falsche Leid. Sie sollten lieber mal ihr Geistliches auf die Kuttetrecher von ihrem Kloster werfen, anstatt uns arme Weibstadt in die Subse spucken. Recht, ja, genau. Lauscht sich diese Kreatur, dieses Weibsbild. Schau sie einmal in die Heilige Schrift. Ach, was red ich? Schlaf sie gefälligst nicht immer einem Gottesdienst. Dann würde sie nämlich klarer sehen. Klarer! Ach, guter Mann, lese. Lese kann doch unser ins gar nicht. Und das Klara, das hat sich doch beim Tanzen auf dem Kreuznacher Jahrmarkt du Fußfechter. Ja. 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 Und dann seid ihr im Spital, du in. Was redet diese Person da eigentlich für dummes Zeug? Das hat doch der Diabolus der Hölle seine Hände im Spiel, der Durcheinanderwerfer der Faustische. Das gibt es doch nicht. Die hat doch, die Klara, die hat doch eine Buhlschaft mit dem Teufel. Eine Wegverwegene. Ich wäre immer nur Buhlschaft. Unsere Klara im Leben nicht niemals. Die Klara, lass mich doch mit der Klara in zufrieden. Die, mit ihrem Hinkefuß, dem Rechte da. Ja. Der Linke. Und das Höllefeuer brauchst Klara auch nicht.
Das braucht Häkchen so Salbekur mit der heilig Salb, wie sie Dr. Faust dabei aufdreht. Ja. Auf die Nackig. Auf die Nackig Haut. Jetzt schlägt's 13. Jetzt schlägt's echt 13. 13 schlägt's. Aber ist doch jetzt erst 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 12 hat's geschlagen. Ja, 12. Oh, heilige Einfalt, hab ein Erbarmen mit diesen Entenküken und nur all mit diesen Teufelsbraten. Oh, was steht da wie die Ölgötzen und haltet Maul auf dem Pfeil? Es gibt hier noch genug schmutzige Wäsche zu waschen. All hier ein Kreuz darin im verhurte, versumpfte. Der Sumpf muss ausgetrocknet werden, der Faustische ausgetrocknet. Ausgetrocknet. Hey, hast du das gehört? Ja, was sollen wir dann unser Wäschwäsche? Ah, ja, der. Was soll man dann unser Wäschwäsche? Es hat ja alles keinen Sinn. Und für die Wäschwäsche. Der Tote hatte doch gar kein Gewäsche. Lebe doch nicht. Drei Kreuze im Wappen, aber keine Frömmigkeit, keine Achtung, nix. Mann. Was sag ich? Der Weltuntergang. Ah, hier ist Kreuznach. Die zweite Sintflut. Ja, ja. Schnell, bitte. Es tut nichts. Ging ja wohl komplett schief, Bruder Hans. Jetzt sind wir gerade mal 2 Stunden von unserem Kloster in Sponheim weg. Ja, 2 Stunden mit einem windigen Auftrag von unserem neuen Abt, der wohl ein rechter Windbeutel ist. Ja, aber komm, doch noch 1000-mal besser als dieser selbstsüchtige Trithemius, der nur seine Bücher im Kopf hatte und uns dafür hungern und schuften liest. Du, das war der glücklichste Tag meines Lebens, als wir den endlich mit dem Konvent abgewählt hatten. Leise, leise. Hä? Vorsichtig ist die Mutter der Bücherkiste. Ich habe das Gefühl, dass ein Geist über uns herumschwebt. Hast du die beiden Bettelmönche vorhin gesehen? Ich glaube, einer von den beiden... Das war der Trithemius. Ach so, deshalb wolltest du vorhin so schnell von den Waschweibern weg. Nee, ich glaube, du solltest mal aufhören, überall Geister zu sehen und zu hören. Der Trithemius ist doch schon lange in seinem neuen Kloster in Würzburg, 2 Tagesreisen von hier entfernt. Du, da kann der von mir aus seine Mönche drangsalieren. Ja, aber dann lass uns schnell die Bücher verkaufen und... Wenn wir sie hier nicht losbekommen, dann gehen wir halt nach Westen, nach St. Anual oder Mittlach. Dort wird die Ware gesucht. Oder wenn das nicht klappt, dann gehen wir bis nach Paris. Ja, Paris, du. Jetzt bist du wohl vollkommen verrückt geworden. Wir 2 armen Wichte sollen zu Fuß nach Paris. Solche Geschichten kannst du, wie vorhin, den Waschfrauen, den Steinbrechern oder den Kalkbrennern erzählen und dich über solche arme Kreaturen lustig machen. Aber eins sage ich dir, Geld für Bücher wirst du da auch nicht kriegen. Ja, aber bei den Waschweibern ja auch nicht. Du hast doch gesehen, wie armselig das allgemeine Volk dahin vegetiert. Erbsen, Cruciferia, nichts als Erbsen. Und trotzdem haben sie gelacht über unser erbärmliches Theater. Wer es lang hat, nach Lyon. Da hast du recht. Lachen konnten die armen Weiblein. Diese armen Weiblein. Was sag ich? Arme Weiblein. Du, da waren auch ganz schön kecke Mägdelein dabei. Hast du zum Beispiel die eine mit dem braunen Wams gesehen und mit dem gestreiften Rock. Die hatte vielleicht süße, oh, süße Füßchen. Füßchen. Weißt du noch, wie die hieß?
Ach, ich weiß es nicht. Lieschen oder Gretchen. Es ist mir auch egal. Was kümmert es uns, die schönen Füßchen? Wir haben heuer ganz andere Sorgen. Wir müssen die wahre Literatur an den Mann bringen. Wenn das nicht hinhaut, dann wird in Sponheim auch an Ostern noch gefastet. Was? Fasten? Essen. Fasten, 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 Fasten. Du weißt doch ganz genau, wie sehr ich diese menschliche Unart liebe. Dabei habe ich genauso wenig gern wie unser lieber Bruder Villon Luft im Darm. Aber dafür habe ich immer noch einen Trumpf im Ärmel. Und das zeige ich dir jetzt. Los, komm mit. Ja, ja. Wer es lang hat, der lässt es auch lang hängen. Wer es lang hat, ja. Bruder, diese Waschweiber, dieses ungebildete, gottlose Pack, immer auf der Suche nach der fleischlichen Lust. Und ihre Männer, die sind noch schlimmer. Aber Bruder, bedenkt, dass es ohne diese Fleischeslust ja womöglich gar keine Menschen mehr gäbe. Und wenn es der liebe Gott nicht so gewollt hätte, dann hätte er es anders bestimmt. Dummes Zeug! Gott hat den Zeugungsakt nicht geschaffen, damit wir in ihr unsere fleischliche Lust befriedigen, sondern sie in ihm überwinden. Dafür hat Gott vor dem Zeugungsakt das heilige Sakrament der Ehe gestellt. Aber die höchste Form der Demut besteht darin, so wie du und ich, sich dem Gebet hinzugeben und dem Studium der Heiligen Schriften. Ja, aber diese armen Leute können ja noch nicht lesen und schreiben. Wie sollen sie sich da der Heiligen Schrift oder überhaupt Schriften hingeben? Aber wenn man es ihnen vielleicht beibringen würde... Ach, das ist doch reine Zeitverschwendung, Dummkopf! Erstens sind sie viel zu dumm dazu. Zweitens, kämen sie nur auf dumme Gedanken. Und zum Dritten, du glaubst doch nicht, so sie denn lesen könnten, dass sie dann die Bibel und die Heiligen Schriften lesen würden. Aufgepasst, ihr lieben Leute, macht eure Augen und Ohren auf. Kommt herbei und schaut auf den größten Medikus unserer Tage, der alle Krankheiten heilen kann. Den kühnsten Wahrsager, der euch aus den Sternen, dem Wasser oder dem Feuer eure Zukunft prophezeien kann. Auf den Gelehrten, der in allen großen Universitäten dieser Welt studiert hat und alle wichtigen Schriften der Vergangenheit und Gegenwart gelesen hat. Schaut auf den Magier, der mit den Seelen eurer geliebten Verstorbenen Kontakt aufnehmen kann. Schaut auf Dr. Faustus, den euer geliebter Landesherr Franz von Sickingen zum Leiter der hiesigen Lateinschule berufen hat. Auf das Kreuz nach eins die größten und klügsten Gelehrten,
die besten Ärzte, Alchemisten und Astrologen unserer Zeit hervorbringen wird. Heute und nur heute bietet sich die einmalige Gelegenheit, sich von Magister Sabellicus Faustus, der schon gekrönte Häupter in ganz Europa und die höchsten kirchlichen Würdenträger, Bischöfe, Kardinäle und Päpste behandelt hat. Heute bietet sich euch die Gelegenheit, sich von Dr. Faustus persönlich behandeln und kurieren zu lassen. Darüber hinaus ist er der geschickteste Chirurg, den die Welt je gesehen hat. Ja, aber wenn der aber schon Päpste behandelt hat, warum gibt der sich dann mit uns armen Leid ab? Ja, das stimmt doch irgendwas nicht, das stimmt doch nicht, was ihr uns so erzählt. Schaut mich an. Sehe ich aus wie jemand, auf dessen Mund etwas anderes als die Wahrheit strömen kann? Magister Sabellicus Faustus ist zweifellos der gelehrteste Geist und größte Medikus unserer Tage, aber er stammt aus einfachen Verhältnissen. Ah. Er kennt die Armut und das Elend genau wie ihr. Aha. Und wenn er auch schon an den Höfen von Königen und Kardinälen seine medizinische Kunst angewandt hat, so ist sein Herz dann noch immer beim einfachen Volk. Und deshalb wird er heute für Untersuchungen und Medizin nicht, wie er es gewohnt ist, einen Gulden verlangen. Nein, er wird auch keinen Taler dafür nehmen, nicht mal einen halben. Stattdessen wird er alle Krankheiten, und ich sage ganz ausdrücklich, alle Krankheiten für lächerliche 20 Kreuzer behandeln. 20 Kreuzer? Ja, wer macht dann sowas? Das ist bestimmt ein Betrüger. 20 Kreuzer? Ich weiß nicht, 20 Kreuzer? Vielen Dank. Oh, das sieht schlimm aus. Sie müssen schnell kommen. Immer rein damit. Na, wie war ich? Das nächste Mal bitte nicht so übertreiben. Das ist hier keiner unserer üblichen Jahrmarktsauftritte. Man hat mich hier zum Lateinlehrer an der Lateinschule bestellt. Die Leute müssen mich für seriös und gediegen halten, verstehst du? Seriös und gediegen. Ach. Hast du gesehen, was für ein Scharlatan dieser Helmstetter ist? Ja, ja. Es wird Zeit, dass ihm jemand das Handwerk legt. Und ich habe auch schon einen Plan. Ich kenne diesen Faustus, wie er sich selber zu nennen pflegt, aus seiner Zeit in Sponheim nur allzu gut. Dieser Betrüger, der sich selber für den größten und klügsten hält, er wird an seinem eigenen Verstand zweifeln. Aber Bruder, ihr wollt ihn doch nicht etwa mit schwarzer Magie verzaubern. Ach, dummes Zeug! Ein aufrechter Gottesmann beschäftigt sich nicht mit schwarzer Magie. Höchstens etwas mit Weißer. Und das auch nur zur Ehre und in Achtung des Herrn. Das ist meine arme Tante Made, die an andere Tag immer zum Jutt geht. Aber heit Morje, waren die Ohrschmerze gar zu arg. Schmerzen hat also die gute Tante. Und wie äußert sich das? Wie geht's der Tante und wo fehlt's der Tante? Ach, es Alter, Herr Doktor, es Alter. Ja, Altern ist halt nichts für Feiglinge. Tante, der Doktor will doch wissen, wie das geht. Verzählt's ihm halt. Also,
gut sehen und gut riechen, du ich nicht. Aber schlecht hören, du nicht gut. Haben Sie mich verstanden, Herr Doktor? Nicht so recht, aber Ihre Begleitung kann's mir ja erklären. Gut sehen und gut riechen tue ich nicht. Aber schlecht hören tue ich gut. Vergelt's Gott, vergelt's Steht Gott. Steht ja gar nichts. Herr Doktor, so ist er halt. Aber sie braucht halt ihre Truppe. Gegen das Ohresause, was immer so schlimm ist am Morje. Ach, Tropfen gegen das Ohrensausen. Habt ihr denn dabei, was das Tantchen sonst so nimmt? Ja. Natürlich. Entschuldigung. Aber nur ein kleiner Rest. Das soll gegen das Ohrensausen helfen. Zeigt mir mal euer linkes Handgelenk. Euer linkes Handgelenk. Oh, Entschuldigung, Tantje, er will dein Handgelenk. Das linke. Jetzt streckt mal die Zunge raus. Bäh. Oh. Also das, was ihr da gegen das Ohrensausen genommen habt, das hilft euch ganz bestimmt nicht. Man kann nur hoffen, dass es euch nicht geschadet hat. Ich werde euch ein paar Kräuter mischen. Die gießt ihr dann mit heißem Wasser auf und dann nehmt ihr jeden Morgen und jeden Abend eine halbe Tasse. Das hilft gegen das Ohrensausen. Und wann darf ich die Medizin, die Wundermedizin abholen? Morgen. Ja, gleich morgen. Morgen. Aber morgen ist der Sonntag und Gottesdienst. Menschendienst ist auch Gottesdienst. Das also? Hört sich ein wenig nach Freigeisterei an. Aber nein, er nenne mir einen anderen Zeitpunkt. Na gut. Wenn du heute spät in der Nacht kommst, will ich das Tränklein gemischt haben. Na gut. Aber wo ist denn die Tante? Die hat sich bestimmt wieder verlauf. Tante, wo bist du denn? Tante! Das junge Herz soll hüpfen. Immer zu. Frau Mellmann, was führt euch zu mir? Trithemius, oh Gott, ihr seid hier, ihr seid nicht mehr in Würzburg, in eurem Schottenkloster? Das war ja auch euer Plan, mich in die Verbannung zu schicken. Ich bin gekommen, euch zu warnen. Eindringlich zu warnen. Wovor wollt ihr mich warnen? Ich glaube, ich kann meine Geschäfte ganz gut ohne euch erledigen. Ihr habt diesen Faustus zum Leiter der Lateinschule ernannt? Ich wüsste nicht,
was euch das angeht. Ihr solltet euch besser um euer Kloster kümmern, sonst wird euch der Konvent wieder einmal abwählen, so wie damals in Sponheim. Dieser Faustus ist ein Scharlatan und Betrüger. Ja, das ist so. Man sagt, der betreibt schwarze Magie. Das, Trithemius, hat man über euch genauso gesagt. Aber ihr wisst ja, was von solchen Gerüchten zu halten ist. Er treibt Unzucht mit den Knaben aus seiner Lateinschule. Böse Zungen behaupten, auch Mönche und sogar Sponheimer Mönche würden bisweilen den Verlockungen glatter Knabenhindern verfallen. Aber wir beide wissen ja, das sind nur üble Verleumdungen und über Faust habe ich derartiges noch nicht gehört. Ich bin nur gekommen, euch zu warnen. Es kann bisweilen vorkommen, dass der auch beliebteste Landesvater bei seinem Volk in Verruf gerät. Und das wollt ihr doch sicherlich nicht. Ich glaube, es ist jetzt besser, wenn ihr geht. Ihr habt sicher genug damit zu tun, euer eigenes Kloster, euer Schottenkloster in Würzburg in Ordnung zu halten. Hinweg mit euch! Ein guter Tag wurde mir geschenkt. Mir sind die Geister der Magie und der Wissenschaft erschienen. Und beide haben sich erbotig gezeigt, mir Wege aufzuzeigen, die diesseitige und die jenseitige Welt ein Stück weit besser zu verstehen. Besser in sie einzudringen. Die heutige Zeit verlangt neue Herausforderungen. Die Welt ist nicht mehr flach wie ein gehobelt Brett, von dem man runterfällt ins Feuer der Hölle. Kühne Seefahrer haben sie umrundet und ihre Kugelgestalt glanzvoll bestätigt. Gold und Silber wird man wohl finden jenseits des großen Meeres. Aber in dem gierigen Rennen um die Schätze dieser Welt werden die Schatzgräber leer ausgehen. Die mächtigen Kaiser, Könige und Päpste werden die Schätze an sich reißen und sie in ihren Schatzkammern verschwinden lassen. Kein Gott wird je eingreifen und für eine gerechte Verteilung sorgen. Kein kleines Gramm Materia prima wird der normale, gemeine Mann zu Gesicht bekommen. Kein Goldklümpchen wird er seiner Geliebten schenken können, damit ihre Augen leuchten. Es sei denn, man schlägt dem Schöpfer oder der Natur ein wissenschaftliches Schnippchen und versteht es selber, Gold zu machen. Jetzt bräuchte man nur noch eine Art Weltformel, aber was nützen einem diese Grübeleien? Wie heißt es schon in dem schönsten aller Märchenbücher der Bibel? Am Anfang war das Wort und das Wort war bei Gott und Gott war das Wort. Daraus sollte das Göttliche gestrichen werden und ersetzt werden durch das stolze männliche Wort. Am Anfang war die Tat. Auf, Fauste. Vielleicht könnte man in diesem Bogen aus Licht, in diesem Bogen aus Licht Blei zu Gold machen.
jetzt bräuchte man aber noch eine Flüssigkeit zum Abschrecken. Doch derer Flüssigkeiten gibt es viele. Wein, Bier, Milch, gar Muttermilch ist schon ausprobiert worden. Alles vergebens. Und wie wäre es mit Blut oder gar mit Urin? Jawohl, mit Urin, mit Männerpisse. Ha, das ist der Saft, in dem der Körper all jene Säfte zusammenführt, die er nicht gebrauchen kann, weil die Natur etwas anderes dafür bestimmt hat. Ha, auf, Fauste, dein Mädchen soll das erste kleine Klümpchen zum Geschenk haben. Träume ich? Oder bin ich wach? Bilsenkraut? Tollkirsche? Stechapfel? Alles noch an seinem Ort? Faust. Faust. Magister Sabellicus Georgius. Faustus Junior. Oder soll ich dich lieber Georg Helmstetter nennen? Du Scharlatan! Du Betrüger! Du Hochstapler! Nie wieder Stechapfel, nie wieder Bilsenkraut! Oh, ich glaube, ich sehe Wahngebilde! Wahngebilde, mein lieber Fauste? Ich bin doch kein Wahngebilde. Kein Produkt deiner überspannten Fantasie oder deiner fiebigen Nerven. Ich bin so real wie die Hölle, aus der ich zu dir gekommen bin. Hölle? Hölle. All die Märchen von der Heiligen Mutterkirche? Ja. Nein, nein. Ich bin nach wie vor davon überzeugt, dass du ein Produkt meiner überspannten Nerven bist. Ich habe giftige Dämpfe eingeatmet im Labor. Ich muss an die frische Luft. Ja, dann geh mal. Du denkst, du kannst Gold machen, du Wicht. Aber was du siehst und hörst, das glaubst du nicht. Na, wenn du kein wahnhaftes Gebilde bist, ja, dann beweis mir das. Mhm. Mache zum Beispiel oh lala! Was? So spät abends noch Besuch? Mein lieber Faust, habe ich dich unterschätzt? Das wird etwas höchst amoröses sein. Aber Fäustchen, keine Sorge, ich komme wieder. Schaust du mich so an, als ob ich der Leibhaftige wäre und rennst aus der hinter dir raus? Ich hab grad nicht mit dir gerechnet. Nicht mit mir gerechnet? Aber es war doch abgemacht, dass ich komme und die Medizin für meine Tante hol. Ist sie denn schon fertig? Aber natürlich. Feinste Kräuter nach meinem ganz persönlichen Geheimrezept zusammengebraut. Das wird dem Tantchen sicher helfen. Aber was ist denn das? Sowas habe ich ja noch nie gesehen. Ist das so eine Art
heiliges Feuer? Nein. Ist das etwa das Höllefeuer? Nein, das geht alles mit ganz natürlichen Dingen zu. Wir werden noch viele erstaunliche Dinge entdecken, wenn wir erst einmal die Gesetze der Natur besser verstehen. Und du kennst die Gesetze der Natur? Ich weiß, wie man Licht schafft. Gemessen an dem, was andere so wissen, weiß ich eine ganze Menge. Aber ich weiß natürlich auch, wie wenig ich weiß angesichts dessen, was es noch zu erforschen gibt. Aber wie heißt es so schön, wer stetig sich bemüht, der wird der Natur noch so manches Geheimnis entdecken und entlocken können, wie zum Beispiel das hier, von dem du denkst, es wäre ein Höllenfeuer. Ich weiß auch noch nicht so, wie es mir gelungen ist, dies zu erzeugen, aber durch fleißiges Forschen werde ich der Sache noch auf den Grund gehen. Das klingt alles so interessant und aufregend. Ich würde ja auch gern forschen und experimentiere. Aber ich bin ja nur eine arme Frau und eine Waschweib dazu und ich kann mir ja noch nicht mal die Lateinschule leisten. Nur noch nicht einmal geradeaus gehen. Ja, wenn man mir den Stuhl in den Weg stellt, kann ich ja nichts dafür. Ein Kavalier hätte nicht fortgedohnt. Aber du gehst jeden Sonntag in die Kirche. Nur ist es leider so, dass gerade die Kirche das Forschen nicht fördert. Sie würde den Menschen das Denken am liebsten ganz verbieten. Wie redst denn du über die Heilige Kirche? Bist du etwa doch mit dem Bese, mit dem Bösen im Bunde? Nein. Ich will dir etwas zeigen. Das hier ist ein Horoskop, das ich für Franz von Sickingen erstellt habe. Für unsere Landesherrn? Ja, für den Landesherrn. Ich habe dafür nur einen halben Nachmittag gebraucht. Andere große Astrologen und Philosophen würden dafür mehrere Tage brauchen. Und warum kannst du das so schnell? Du wirst doch nicht etwa betrügen. Ich will dir ein Geheimnis anvertrauen. Aber du darfst mit niemandem darüber reden. Ich kann das deshalb so schnell, weil ich dieses kleine Büchlein gelesen habe. Das hat ein gewisser Aristarch von Samos vor fast 2000 Jahren geschrieben. Und darin beweist er, dass sich nicht die Sonne um die Erde dreht, sondern die Erde um die Sonne. Und wenn man von dieser Annahme ausgeht, dann sind astronomische Berechnungen beinahe kinderleicht. Aber das widerspricht doch alle Lehre von der Heiligen Kirche, von der Heiligen Kirche. Ja, du sagst es. Und woher hast du das Buch? Das wirst du mir nie glauben. Ich habe es aus einem Kloster. Du in einem Kloster. Ja, ich in einem Kloster. Ich muss zugeben, es war nicht meine fromme Denkungsart, die mich ins Kloster brachte, sondern eher... Sondern? Ach, bis vor 2 Jahren hat dieses Kloster ein gewisser Abt von Trithemius geleitet. Und der hat eine gigantische Büchersammlung dort aufgebaut, von fast 2000 Büchern, aus allen Bereichen der Philosophie und der Wissenschaft. Und man erzählte sich... Da wären auch so manche Bücher darunter geheime Schriften, die nicht so ganz mit der Lehre der Kirche übereinstimmten. Das hat mich natürlich neugierig gemacht. Und so bin ich für eine Weile Mönch geworden. Und das Buch, du, das ist eins von deinen geheimen
verbotene Schrifte von dem, wie heißt er noch einmal? Aristarch von Samos. Und du hast gestohlen? Ach, gestohlen. Gestohlen kann man so jetzt auch wieder nicht sagen. Ich habe es mir aus seiner Giftkammer ausgeliehen, als er mal wieder auf Reisen war. Der war ja ständig unterwegs. Das war ja ein besessener Büchersammler. Und jedes Mal, wenn er auf Reisen war, dann wurde es im Kloster auch so richtig gemütlich. Da fanden sich doch ein paar Fässer Wein und Bier im Keller. Und da haben wir bei so einem schönen Gelage ordentlich getrunken. Ich auch. Und da habe ich den Mönchen von unseren Experimenten erzählt. Experimente? Was denn für Experimente? Ja, Trithemius traute mir irgendwie mehr als seinen Brüdern. Vielleicht hatte er gemerkt, dass wir beide die gleiche Neugierde haben. Und außerdem wollte er die Experimente von seinen Mönchen geheim halten. Ja, jetzt sag schon, was waren das für Experimente? Trithemius war zum Beispiel davon überzeugt, dass man Gedanken übertragen kann. Was soll ich sagen? Das hat er mit mir ausprobiert und meistens hat es auch nicht funktioniert, aber manchmal hat es doch geklappt. Ich glaube, er war auf einem ganz guten Weg. Und was ist daraus geworden? Ja, wie gesagt, als er wieder mal auf Reisen war, hatten wir wirklich ein vorzügliches Gelage. Und da habe ich den Mönchen davon erzählt und die haben dann beim nächsten Konvent sofort das zum Anlass genommen, ihn im hohen Bogen aus dem Kloster zu werfen. Die wollten ihn sowieso schon die ganze Zeit loswerden. Und das war dann auch das Ende unserer Experimente. Und auch ich musste Sponheim schnellstens verlassen. Das klingt alles so fremd und so bedrohlich für mich. Aber irgendwie auch so interessant und aufregend. Ich würde ja auch gern mehr kennenlernen von der geheime Welt der Wissenschaft und von der Magie. Lass mich dein Lehrer sein. Mein Lehrer sein. Aber ich bin doch nur ein arm Waschweib und kann mir der große Dr. Faustus doch gar nicht als Lehrer leisten. Aber du gefällst mir mit deinen Fragen und auch ich komme, wie du, aus armen Verhältnissen. Ich weiß, was es bedeutet, nicht reich auf diese Welt geboren zu werden. Ich kenne Armut und Hunger, aber ich weiß, wie man dem entfliehen kann, indem man sich traut, seinen eigenen Kopf zu benutzen. Zum Denken zu benutzen. Das kann ich dir zeigen für noch ein paar Küsse mehr. Ein anderes Schulgeld kann ich mir ja wohl kaum leisten, aber dem richtigen Lehrer, dem zahle ich das. Aber ich glaube, das muss ich mir noch mal überlegen. Lass mich dich nach Hause begleiten, dann musst du nicht so alleine durch die Dunkelheit. Ich komme ganz gut allein zurecht und ich habe keine Angst im Dunkeln. Oh, gnädiges Fräulein, darf ich es wagen, ihr mein Geleit anzutragen? Na gut, dann los.
Mann, mir so langweilig kommt. Wir gehen mal runter zum Ellerbach. Schul ist aus. Oh, schade. Schade, dass die Waschweiber nicht mehr da sind. Waschweiber, Waschweiber, wie vulgär. Du hättest wenigstens ein Diminutiv verwenden können. Waschweiblin oder Waschweibchen sogar. Und vergesst nicht, dass auch unter diesen Völkchen hier am Ellerbach einige ganz aparte junge Mägdlein sind. Mägdlein? Mägdlein? Was für ein schöner Name. So poetisch, so als hätte es da dieser römische Dichter der Katholiker gesagt. Wie war doch gleich der erste Satz? Vivamus mea lesbia. Und dann ging es doch gleich in die Vollen. Und der. Ja, und da hat doch unser Famulus da, dieser Magister, zu uns gesagt, wir sollten uns da nichts aufschreiben von diesem Liebesgesäusel. Ja. Und hat dann gedroht, es gleich unserem Rektor diesen Schwarzkittel zu melden. Oder dem strengen Herrn Bürgermeister. Obwohl dieser Schlawiner, dieser Schlitzohr doch jeden Trall Mädchen hinterher schaut und ihm schöne Augen macht. Ja, und dann hat er schelmisch gegrinst und hat uns ermutigt, bis zur Prima weiterzumachen mit dem Kartull. Ja, da denke ich an den Satz, den uns neulich Magister Faust, dieser Schlitzohr, zu übersetzen aufgab. Ich glaube, ich kriege noch zusammen. Er war vom großen Cicero. Wie war das doch? Kennst du? Hör zu. Epistula non erubescit. So war's. Ja, und ich musste ihn übersetzen. Ein Brief errötet nicht. Und dann hat er vor Vergnügen in die Hände geklatscht. Halt, ihr lockere Bube. Was treibt ihr denn da für Unfug mit der Unabwäsch von der Frau Burjamäschterin? Das wird Folge für euch an. Und vor allem für mich. Wieso denn für dich? Du musst doch dieses Monstrum von Hose nicht anziehen. Das ist die Hose und das ist der Rock. Her damit. Du würdest doch auch zweimal da reinpassen. Und außerdem haben die Häuser hier gar keine Augen. Zum Glück, wenn der Bese Jux und die Szene irgendjemand beobachtet hat, dann täte doch bald die ganze Stadt sich's Maul drüber zerreißen. Aber die haben doch gar keine so schönen Augen wie du. Mei schöne Aue, was nutze mir mei schöne Aue, wenn ich erst mal mit der Frau Burjamäschterin bekomme? Der Wäschekorb hat halt hier so ganz allein gestanden am Ellerbach und hat's gelangweilt. Noch ist ja nichts passiert. Es wird alles wieder gut werden. Kommt, wir legen die Wäsche einfach wieder zusammen. Müssen, ne? Ja, fein säuberlich. Oh, ja, fein säuberlich. Von unserem Jux hat doch niemand etwas mitbekommen. Um Gottes Willen. Und die Leibchen flattern so erotisch. Zusammenlegen. Ja. Ja, dann leg doch zusammen. Wie ihr die Wäsche zusammenlegen könnt. Donnerwetter und ganz akkurat. Lernt ihr das auf der Lateinschule? Ja. Legt mal da die Wäsche lateinisch zusammen. Ja, wir haben ja zu Hause auch Mütter und Tanten und Schwestern. Und denen gucken wir öfters mal auf die fleißigen Hände. Und auf die Leibchen und die Höschen, die Großen und die Kleinen. Die Vergessenen und die Unvergessenen. Ja. Ihr haltet das Grätsche zum Besten. Ich kann euch nur eins sagen. Ihr müsst auf das Leben schauen. Da lernt ihr das meiste. Das hat meine Mutter immer gesagt. Da habt ihr aber mal so richtig was Gutes von eurer Mutter gelernt, möchte ich sagen. Was uns unser Lateinmagister ans Herz gelegt hat. Aber in Latein. In Latein, genau. Wie heißt denn euer Magister? Komm raus mit dem Spruch, wie heißt er denn? Ihr werdet doch wohl wissen, wie euer Magister heißt. Auf!
Der Name ist doch kein Geheimnis. Die ganze Stadt, das heißt die halbe Stadt, spricht von diesem Georgios Sabellicus Faust und von seiner hohen Gelehrsamkeit und von seinen kühnen Experimenten. Ja, den habe ich auch schon kennengelernt. Der gibt sich auch mit sowas wie euch auf. Der redet auch mit Waschweiber, das wollt ihr doch sagen, oder? Ich hab's nicht so gemeint. Doch, Mann. Genau so aua, hast du aua, das gemeint. Aber eins kann ich euch sagen, ihr denkt wohl, ihr seid was Besseres, weil ihr auf der Lateinschule seid. Aber euer Magister Faust, der ist 1000-mal klüger als ihr. Der weiß, dass jeder Mensch sein Wert hat. Egal, woher er kommt. Wenn das überhaupt in euer dicke Kopf hineingeht, dann müsst ihr es noch lernen. Und jetzt hält mit euch ab. Du schon wieder? Na, etwas mehr Enthusiasmus, bitte. Du schon wieder? Na bitte, es geht doch. Ich erscheine schließlich nicht jedem. Und warum dann ausgerechnet mir? Oh, nicht so bescheiden, Faust. Da du nicht an die Unsterblichkeit der Seele glaubst, kannst du sie mir doch verkaufen. So der Preis, den ich dir biete, hoch genug ist. Du bist gekommen, um Geschäfte zu machen? Ja. Ich bin ja nach wie vor davon überzeugt, dass du nur ein Produkt meiner überreizten Nerven bist, aber Geschäfte, das ist doch was Reales. Auch wenn er nur um Seelen feilscht. Na endlich scheinen wir uns doch etwas näher zu kommen, eine Basis zu finden, eine geschäftliche Basis. Du willst also meine Seele haben? Was willst du denn damit machen? Nachdem du 24 Jahre ein wundervolles Leben hattest, und ich dir jeden, Faust, aber wirklich jeden Wunsch erfüllen werde, nehme ich die Seele mit nach in die Hölle? Dankeschön. Vielen Dank. Das Wort war mir doch entfallen. Also ich nehme sie mit in die nach unten. Und die Hölle, sag mal, ist die Hölle auch so, wie man immer erzählt? Es stinkt nach Pech und Schwefel und ist fürchterlich heiß und überhaupt... Ach, das wird doch von der hohen Geistlichkeit doch recht plakativ dargestellt. Die Hölle ist kein angenehmer Ort. Aber Faust, man trifft dort eine Menge interessanter Leute. Das kann ich mir vorstellen. Ich kannte da mal einen Abt. Also da wird Moment nicht mal, wundern, stopp. Wir schweifen ab. Den da wir schweifen. Wir schweifen ab. Faust, benimm er sich. Also, Georg Helmstetter. Oder soll ich dich lieber Faust nennen, wie du dich ja inzwischen zu nennen beliebst? Bist also prinzipiell bereit, mit mir einen Handel abzuschließen? Da du ja sowieso nicht an Himmel und Hölle glaubst, hast du ja nichts zu verlieren. Ja, bei dem Glauben an Gott, das kann ich ja noch irgendwo verstehen. Da ist ja Kelle? Der Glaube noch verzeihlich. Aber beim Teufel, bei der Hölle, da müsste es schon etwas Handfesteres sein. Gib mir ein Zeichen deiner Macht und... lasse zum Beispiel aus dieser Mauer edelsten Nahewein fließen. Monzinger, Guldenthaler, Kreuznacher, Niederhäuser, Monzinger. Guldenthaler, den trinke ich am liebsten und dann kriegst du meine Seele. Musst noch nicht mal eine Weinkönigin oben drauf legen. Guldenthaler, ja, ich kann Guldenthaler, ist
aus. Alles leer. Weg, fort. Kein Guldentaler. Was? Da willst du allmächtig sein und dann noch nicht mal Guldentaler auf Lager? Aber Kröver Nacktarsch hat er doch sicher, oder Pissporter Goldtröpfchen. Flaschenweise. Ich eile. Dann kannst du vergessen, der schmeckt mir nicht. Den kann man allenfalls als Messwein nach Rom liefern. Ja, toll. Muss da nicht gerade Rom sein, oder? Du Hans Banz. Ich will dir eine leichtere Aufgabe stellen. Zeig mir oder gib mir die Macht, Gold zu machen. Ja, meine Seele gegen Gold. Das ist doch kein Problem. Da ist doch meine teuflische Wenigkeit fast unterfordert. Außerdem sehe ich doch, du bist mit deinem kleinen Experiment dort unten auf einem richtig, richtig goldigen Wege. Da will ich ihm doch nicht den Triumph des Forschers rauben. Außerdem weiß er, wie schwer Gold ist. Weiß er das? Nein, er schweigt. Ach, weich mir nicht aus. Moment. Das hat Mephisto nicht nötig. Seelenverkäufer findest du heute an jeder Straßenecke. Die Seele ist ein Produkt von Angebot und Nachfrage geworden. Seelenmerkantilismus nennt man diese Horse. Außerdem, wenn jeder Einfaltspinsel wüsste, wie man Gold macht, dann würde der Preis ins Bodenlose fallen und zu Fensterblei degradieren. Oder will er ein zweiter König Midas werden? Aber doch nur ein kleines Klümpchen für meine... Ach, das geht dich nichts an. Och, nun sei doch nicht leicht beleidigt, Fäustchen. So ist der Lauf der Welt. Aber bedenke er, nicht die Fähigkeit, Gold zu machen, zählt, sondern den Leuten Glauben zu machen. Man könne es. Das kann doch jeder Schulmeister. Heiße Magister, heiße Faust sogar. Und zieh hier schon bald in Kreuz nach einem Jahr. Bergauf, bergab und quer und krumm meine Schüler an der Nase herum. So heißt es doch. Irgendwo, irgendwie. Faustus. Diese Einsicht. Jetzt selbst den Teufel. Also genug der Schatz. Was soll ich dir jetzt zum Preis deiner Seele geben? Ein Krug Wein, der nie leer wird. Die Fähigkeit, nie trunken zu werden? Oder doch lieber einen Hexenbesen, um darauf zum Hexensabbat zu reiten, wo die Junghexen eingeritten werden? Oder die alte Baubo? Oder die schöne Lilith auf einem Schwein, einem Mutterschwein. Ach, was kannst du aber, Teufel, mir geben? Übst dich in üblen Taschenspielertricks. Och, was soll ich denn etwa einen Homunculus kreieren oder einen klaren Erlkönig? Magst feiner Knabe mit mir gehen, du Knabe mit dem glatten Hinterteil? Wer hat dir den Trumpf gesteckt? Ist das dein letzter? Wer hat gesagt, dass du den aufspielen sollst? Oh Faust. Ich werde dir jeden Wunsch erfüllen. Da gibt es nur eine kleine, aber wichtige Formalität. Du musst mich anrufen. Und zwar nach den dir bekannten Formalitäten. Gehe also zu dem dir wohlbekannten Platz. Sage dem dir bekannten, aus deinen Zauberbüchern bekannten Zauberspruch. Genau Mitternacht. Und dann, lieber Faust, erscheine ich dir. Und wir können einen Vertrag schließen, der vor Himmel und Hölle Bestand hat. Und dann, mein lieber Faust, brechen herrliche Zeiten an.
Dann kann ich dir zu Diensten sein. Zu Diensten? Ja. Zu Diensten. Zu Diensten. Na gut, in Teufels Namen. So, pass auf. Hier werden wir schon erwartet. Jetzt mach gefälligst mal ein fröhliches Gesicht. Denn hier wohnt ein Mann, der nicht nur gute Bücher liebt, sondern der auch mit manch gutem Tröpfchen handelt. Und, merke auf, ein hübsches Töchterlein soll der auch haben. Oder? Gut. Was für Freude, das sind Sie ja, die Herren Kuttenträger, der die Studierte mit ihren Büchern, mit ihren Schätzen. Oh, schön. Oh, was hast du da gerade gesagt, Vater? Schatz, haben die da ohne Gedeck? Das interessiert mich. Finger weg von denen Dinger, du! Das ist nichts für so kleine Mädchen wie dich. Aber ich bin kein klein Mädchen mehr. Das hat neulich sogar unser Pfarrer gesagt. Ja, der, wo so gerne unsere Wein trinkt. Der hat gesagt, ich kenne beim Krippenspiel im kommenden Jahr schon die Jungfrau Ma. Was ist denn eigentlich eine Jungfrau? Papella Pap, das soll doch hier vor den heiligen Herren gar keine Rolle spielen. Aber ich soll die Rolle spielen. Und das Kind in der Futterkrippe, das wäre dann meins. Aber jetzt ist aber Schluss daher, gell, mit eurer Streiterei. Wir wollen uns ja nicht streiten und vor allen Dingen nicht um die Jungfrau Maria. Das ist aber mein vorletztes Wort. Ja? Die Herren da, die sind doch gekommen, Bücher zu verkaufen und ins Geschäft zu kommen. Jawohl, da liegen Sie richtig, guter Mann. Genau, genau. Kaufen und verkaufen, das war die Absprache. Oh, und an die wollen wir uns auch gepflegentlich halten. Ja, lieber Herr, hier, das dürfte schon was sein für Sie. De viris illustribus Germaniae. Die großen Deutschen von Arminius. Das interessiert mich auch. Arminius! So hieß doch unserem Fassmacher sei Elster. Ein Flotterbuch. Und von dem
Steht da was drin? Nein, nein, liebes Kindchen. Der Arminius hier ist schon lange tot. Hier zum Beispiel steht noch ganz viel von anderen großen Deutschen drin. Zum Beispiel von... Moment. Johannes Kepler. Hier. Oh, ist das die Möglichkeit? Das ist doch der Name von unserem Forstmeister aus Rockerhause. Der neulich mit Armschuss zwei Rebeck. Mit Arm. Und einen Ton davon haben wir beim offenen Feuer gebrot. Und ein Festival. Und ich schon auch ein paar Schlückchen. Und mein Bruder, der war schon in Kreiznach auf der Lateinschule ist, der hat uns die Geschichte von dem Alexander, dem Großen, erzählt. Ja, der wo im Suff gestorben ist. Aber es war kein Boy von unserem Vater. Liebe, jetzt gleich Rott, jetzt verschluckt ihn nicht. Und lass uns mal gucken nach den schlauen Büchern daher. Hier zum Beispiel habe ich ein Buch, da ist auch ganz viel ärztliches Wissen drin verzeichnet. Bis hin zum großen Paracelsus. Ist das nicht der Kerl, von dem uns neulich in seinem Pacher erzählt hat? Der offene Wunde mit Kuhmisch behandelt. So ein Schelm, mit Kuhmisch. Ja, das steht sich mein Gatte nicht ordrehen lassen. Nie und nimmer. Kuhmisch in unserer Hausapotheke. Na, das hätte gerade noch gefehlt. Das gerade noch. Ja, liebe Frau Friedlinde, noch haben wir noch gar nichts gekauft. Aber hier, das wäre doch was. De Re Metallica von dem berühmten Georg Agricola. Agricola. Das dürfte doch was sein für Sie als Winzer. Da geht es um die Naturprodukte vom Gold angefangen bis zum goldenen Wein. Also sozusagen vom Feingold zum Reingold. Ja, ja, und vom Feingeist zum Weingeist, na, das sollte euch als Weinhändler doch ganz besonders aus der Seele sprechen. Dieses ganz und gar weinselige Buch und dann auch noch in Schweinsleder gebunden. In Schweinsleder von echten Hunsrücker Kräuterschweinen. Schweinsleder? Schweinsleder? Habe ich doch richtig gehört. Na, hoffentlich steht doch nicht da noch irgend so ein Schweinkram drin beim heiligen Hieronymus. Aber so ein bisschen Schweinekram, oh, das wäre doch ganz lustig, ganz. Oh, hältst du jetzt dein Vorlaut, Gustav? So, warte, will ich von dir nicht mehr hören. Aber unser großer Bruder, der wohl schon in Kreiznach auf der Lateinschule ist, der hat mir gesteckt, dass du in Sponem neulich ein Doktor oder sagt er sogar ein Magister aufgetaucht wäre. Der hat auf der Klostermauer einen richtigen Schweinegalopp mit dem Aschenkreuz. Oh Gott. Oh, so, davon habe ich auch gehört. Ich habe sogar den Namen in Antwort. Aber den habe ich jetzt ganz vergessen. Aber lass uns doch lieber mal nach der gute Bücher gucke für meine Sammlung, ja, für das Regal zwischen den beiden Weinfässern. Ja. Ja, ich kann mir so gut vorstellen. Ja. Und dir, liebe Friedlinde, dir wird es bestimmt auch gefallen. Ach, wenn es dir gefällt, gefällt es mir. Ja. Oh Gott. Ja. Vater, guck mal, so, das gefällt mir. Anatomie des männlichen Körpers, reich bebildert. Ach, das noch. Vater. Die Mutter. So, das will ich haben. Das und nur das. Oh je, Liebchen. Zuerst gucke ich das aber da schon. Und dann zeige ich es dem Pfarrer.
Moment. Oh, das hast du jetzt von deinen närrischen Büchern. Und was hat's gesagt? Anatomie. Und dann noch männliche. Oh Gott. Ja, lieb Frau. Ja, jetzt ist gut. Ja, lieb Frau, irgendwann würde ich gleich Gott auch erfahren, ja, dass der Herrgott zweierlei Menschen erschaffen hat. Und vielleicht weiß er auch zu schätzen dann. Und unter anderem, ja, du brauchst ja kein Anatomiebuch. Nicht? Du hast ja mich. Oh. Ja, ich ja. Aber die Klagrotte, die hat das Faustdick in der Ohr, die kommt dir noch. Das wird mich gar nicht wundern, wann die mal eine Weihkönigin wird. Weihkönigin. Aber da haben wir ja lange Zeit keine Chance. Die kommen eh alle nur aus Guldetal. Ich möchte nur wissen, was es mit diesem Mephisto auf sich hat. Ich bin ja nach wie vor überzeugt, dass er nur ein Produkt meiner Fantasie ist, aber er sagt doch so reale Sachen, die ich mir selber niemals ausdenken könnte. Und dann auch die Idee, einen Pakt zu schließen. Hier steht alles drin, wie man den Leibhaftigen rufen kann. Aber das mag ich doch alles gar nicht glauben, das ist doch alles Hokuspokus. Ach nein, das kann ich nicht glauben, das ist reinster Aberglaube. Nein. Ich wollte dir nur sagen, dass dein Medizin der Tante schnell und gründlich geholfen hat. Ein wahres Wunder, so hat sie gemeint. Aber wie siehst du denn aus? Du siehst aus, als ob du eine Erscheinung gehabt hättest. Ich hatte eine Erscheinung. Echt? Und wer ist dir erschienen? Etwa der Erzengel Gabriel? Nein. Eher das Gegenteil. Das Gegenteil? Das Gegenteil? Es wäre doch wohl nicht der Leibhaftige gewesen. Nun ja, zumindest jemand, der vorgab, zu seinem Personal zu gehören. Er hat mir ein Geschäft vorgeschlagen. Und du bist da darauf eingegangen? Nein, nicht so richtig. Du machst Geschäfte mit dem Leibhaftigen. Du redest mit dem übers Geschäft. Lass es mich erklären. Der Mensch kam irgendwann auf die wahnwitzige Idee, die Welt erklären zu wollen. Und dann hatten die Pfaffen wirklich, die waren der Meinung, oder reden mir nach, ich würde Geschäfte mit dem Leibhaftigen machen. Aber ich werde es dir mal sagen, wie ich über die Sache denke. Gott und der Teufel sind ein Hirngespinst, sind Hokuspokus. Aber mit wem machst du dann Geschäfte? Nun ja, als der Mensch die Welt erklären wollte, da reichte sein Fleiß, seine Beharrlichkeit und seine Ideen nicht aus. Und dann kam er auf die wahnwitzige Idee und erfand Gott. Dann war alles auf einmal ganz einfach. Der Schöpfer hat alles geschaffen, er hat auf alles ein Auge und ist natürlich allmächtig. Ja, und für die Bösen, die das nicht glauben wollen, da gibt es eine Hölle. Aber da gibt es immer noch welche, die nicht aufhören, selbst zu denken. Und für die gibt es dann noch den Teufel.
Weil mit dem Teufel, da kann man noch viel mehr Angst machen. Und Angst macht die Menschen gefügig. Und wenn das alles noch nicht ausreicht, dann haben die, für die Gott eine gute Sache war, weil er sie reich und fett und mächtig gemacht hat, dann haben diese Gottes- und Glaubensprofiteure, dann haben die auch noch das Mittel der Gewalt, damit ja keiner die falschen Fragen stellt nach dem Sinn. Und was glaubst du, ist der Sinn des Lebens? Der Sinn des Lebens? Der Sinn des Lebens ist das Leben selbst. Das Leben ist der Sinn des Lebens. Das Leben zu genießen. All seine wunderbaren Sachen aufzusaugen und es, alle Genüsse so oft wie möglich und ohne Reue und ohne Angst vor Strafen. Und das soll der wahre Sinn des Lebens sein. Das ist ja erbärmlich. Da hast du natürlich auch mal wieder recht, aber es gibt natürlich noch einen zweiten Sinn des Lebens. Das Leben zu lieben, mit all seiner Unbegreiflichkeit zu umarmen und selber versuchen, so viel wie möglich zu begreifen. Aber dennoch kann ich mir eine Welt ohne Glauben an eine höhere Macht nicht vorstellen. Das ist ganz einfach, wenn du es nur versuchst. Unter uns, da ist nicht die Hölle mit all ihren Schätzen, sondern da ist die Erde mit ihren Möglichkeiten, Geheimnissen. Und über uns, da ist nicht der Himmel. Auf den Wolken, da sitzen keine Engel und spielen Harfe. Da ist der Kosmos mit den unendlichen Weiten. Jede Menge Gestirne und die ziehen ihre Bahn nach den Gesetzen der Natur. Ha. Du meinst also, es gibt gar keine richtige Wahrheit, keine richtige Wahrheit. Sag an, wie steht's oder was ist dann die Wahrheit? Die Wahrheit, die Zeiten, wo 1000 Jahre die Wahrheit bei Papst in Rom saß, die Zeiten sind vorbei. Ich sage dir, da sitzt jetzt der Zweifel auf dem Thron. Aber sprich mit niemandem darüber. Solche Gedanken sind gefährlich, besonders für den, der sie verbreitet. Da landet man schon mal schnell in der Hölle oder im Kerker. Und da hat man kein Licht und nur Wasser und Brot. Aber die Gedanken, die sind frei. Aber wenn du glaubst, dass deine Gedanken wahr und richtig sind, dann musst du sie auch verbreiten. Ach, ich habe mir meine Zunge oft genug verbrannt. Ich will nicht, dass man sie mir auch noch herausreißt. Aber wenn du die Wahrheit kennst, dann musst du sie der Öffentlichkeit kundtun. Dann darfst du keine Angst haben. Vor allem in den Schulen. In der heutigen schwierigen Zeit ist es besser, die Wahrheit noch eine Weile unter dem Rock zu halten. Außerdem habe ich dir schon viel zu viel erzählt. Ich muss jetzt auch leider weg. Ich habe noch eine sehr dringende Verabredung. Mit wem hast du denn noch eine Verabredung? Ich habe ihn ja unheimlich lieb, der Faust. Aber ein merkwürdiger Kauz ist ja schon arg. Du erzählst da was von Wahrheit und dass der Mensch, der liebe Gott und der Teufel nur erfunden hat und dass es gar keine richtige Wahrheit gibt. Und plötzlich verschwindet zu so einem geheimen Treffen. Ich muss unbedingt wissen, was da los ist. Auch wenn er am Schluss vielleicht böse ist, dass ich ihm nicht traue, tät.
fürs Pluto. Erscheine. Oder schicke deinen Diener, auf dass er mir magische Kräfte verleihe. Auf, Höllenfürst! Erscheine! Erscheine! Da haben Sie den Beweis! Er steht mit dem Teufel im Bunde! Es ist nicht so, wie es aussieht. Das also ist des Teufels Kern. Der schwarze Abt vom Ellerbach. Der schwarze. Was habt ihr da Sinistres zelebriert? Kann er sein Verhalten erklären? Ich fordere eine Aufklärung. Sofort! Erklärung! 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 Erklärung. Er betreibt schwarze Magie und ist mir als Teufel erschienen. Ich wollte der Sache eine wissenschaftliche Erklärung finden. Wissenschaftliche Erklärung? Er betreibt schwarze Magie und er steht mit dem Teufel im Bunde. Nein, er will sich an mir rächen, weil ich ihn aus Sponheim vertrieben habe. Moment. Er hat ihn aus Sponheim vertrieben? Es waren doch wohl eher seine Mönche, die ihn loswerden wollten, weil er die ganzen Einkünfte seines Klosters in Büchern angelegt hat, obwohl seine Mönche weder zu brechen noch zu beißen hatten. Aber ich habe ihnen die Argumente geliefert. Sie wollten alles über seine Experimente ans Licht bringen. Dunkel, dunkel, mein lieber Abt. Und überhaupt, woher konnte er wissen, dass Faust hier sei? Oder hat ihn etwa der Teufel hierher geritten? Ich fordere eine Erklärung. Auf der Stelle. Erklärung. Das sind doch alles unglaubliche, vermaledeite Lügen. Er ist ein Betrüger. Und wollt ihr diesem Betrüger und Scharlatan, diesem Haderlumpe und Hochstapler, mehr glauben als einem treuen und aufrichtigen Diener Gottes? Nein. Wollt ihr, dass dieser Mann sich euren Knaben in der Lateinschule unsittlich nähert? Nein. Wollt ihr, dass dieser Mann als Medikus sich euren Frauen auf obszöne Art und Weise nähert? Nein! Wollt ihr das? Nein! Bürgermeister! Sag was! Wir können diesen Mann nicht länger in unserer Stadt dulden. Nein! Er wird uns alle verhexen und unsere Kinder in Verderben führen. Lieber Herr, er ist der Leibhaftige. Der Antichrist! Unsere Reben werden am Weinstock verdorren. Unsere Brunnen und Gewässer von Ungeziefer verseucht. Und Blut wird vom Himmel regnen. Bibelweis. Faust raus.
Jetzt lasst uns zur Burg gehen. Faust raus! Beruhigt euch. Ihr beruhigt euch, Frau, mein Kleinste. Ich habe es doch gleich geahnt, dass mit diesem angeblichen Wundermedikus und Wandermediziner etwas nicht stimmt. Man hätte ihn gleich aus der Stadt jagen sollen. Oder noch besser, ab in den Kerker, damit er anderswo nicht noch sein Unheil anrichtet. Ja, der Teufel soll er angerufen haben, der Leibhaftige. Nicht auszudenken, was passiert wäre, wenn der tatsächlich kommen wäre. Ein ganz Kreuz nach wäre im Höllenschlund versunken. So wie einst Sodom und Gomorra. Was ist denn Sodom und Gomorra, Vater? Oh, mein Herz allerliebst. Das ist jetzt tatsächlich nichts für dich. Wir können nur froh sein, dass der wackere Didemius noch im letzten Moment versucht hat. Ja. Tritemius? Genau, Tritemius. Wieso war denn der eigentlich da? Der ist doch schon lange in... Wo haben sie den hier? Ja, der in Würzburg ist genau. Er jetzt. Aber genau. Vielleicht wollte er noch mal nach Sponheim und nach seinen Büchern schauen. Aber da wäre er gleich besser zu mir gekommen. Ich glaube... Oh Gott! Ja, Bürgermeister. Faust will aus der Stadt fliehen. Ja. Wir müssen ihn aufhalten und zur Rechenschaft ziehen. Wer weiß, was er alles mit unseren Kindern in der Lateinschule angestellt hat. Ja, Bürgermeister, was sollen wir tun? Was haben wir für Beweise? Genau. Beweise? Ja. Beweise? Wir haben doch gesehen, dass er den Teufel angerufen hat. Er ist ein Zauberer und Hexer. Oh mein Gott. Und wenn wir ihn erst einmal im Kerker festgesetzt haben, dann wird er schon alles gestehen. Das hat mir noch nie gefallen, dass Franz von Sickingen ihn gegen unser Votum zum Rektor der Lateinschule gemacht hat. Ja, dieser Herr von der Ebernburg, ja, dem gehen schon manche Dinge voraus. Er soll ja magische Kräfte und Spielchen, ja, und vor allen Dingen, ja, wenn er seine Unternehmen unternimmt, ja, er lässt viele Horoskope legen. Ja, auf mich hat er aber trotzdem immer wieder gewirkt wie ein Ehrenmann. Ah, ein Ehrenmann. Er ist einer von der alten Rittergarde. Ja. Und unsere heilige Kirche hat er auch schon verächtlich gemacht. Oh Gott. Ja, da luttert doch was. Ja, Bürgermeister, was soll man tun? Wir werden erst einmal diesen Dr. Faustus suchen und festsetzen. Wenn aber das Volk in seinem Furor vorher noch etwas anderes mit ihm vorhaben sollte, was man schließlich verstehen könnte, dann können wir leider auch nichts mehr machen. Da können wir auch nichts mehr machen, genau. So, aber Faust raus! Ganze 6 Monate hat mir der von Sickingen, die gute Seele, den Rücken gestärkt, sodass mir und meinem Discipulé an der Lateinschule so etwas wie Zuversicht zuteil wurde. Und dann kommt mir wieder so ein Kuttenträger in die Quere, so ein Leithammel. Von der lieblichen Mosel ist dieser Johannes von Trittenheim hierher ins beschauliche Nahtal gekommen und vergiftet mir an der Lateinschule mein Leben. Wie Mehltau über den Wein ist der über mich gekommen und über all mein Tun. Erst behauptete er, ich wäre ein Sodomist und ein Schülerverderber. Und jetzt will er mir sogar noch einen Pakt mit dem Teufel anhängen. Teufel auch. Euer Gnaden, verzeiht mir mein ungestümes Eindringen, aber ihr müsst uns helfen. Ihr müsst Faust zur Seite stehen.
Beruhige dich erst einmal, mein Kind. Komm zu Atem. Beruhigen, beruhigen. Wie kann ich mich beruhigen, wenn mein Allerliebster in allergrößter Gefahr ist? Trithemius hetzt das Volk gegen ihn auf. Sie werden ihn umbringen. Aber er ist unschuldig. Das müsst ihr mir glauben. Er ist unschuldig. Es war Trithemius, der die Sache mit dem Teufel ins Rollen gebracht hat. Ich traue diesem Trithemius genauso wenig wie ihr. Aber dein Freund hat einen großen Fehler gemacht. Er hat sich auf diesen Teufelshokuspokus eingelassen. Aber doch nur, weil er getäuscht wurde durch schwarze Magie und Verleumdung von Trithemius. Ihr müsst das Volk beruhigen, ihr müsst ihnen sagen, dass sie werden ihn töten. Auch wenn ich der Landesfürst bin, so steht doch nicht alles in meiner Macht. Weltuntergangsszenarien werden an die Wände gemalt. Der jüngste Tag herbeigeredet. Franz, ich habe ja noch nie von diesem Dunkelmann, diesem Faust viel gehalten. Aber du musst diesem Kind helfen. Sie liebt ihn. Und der wahre Böse in diesem Spiel ist doch... Ich weiß, wer hier mit gezinkten Würfeln und vergifteten Karten spielt. Niemand weiß das besser als ich. Franz! Aber die Politik hat nun einmal ihre eigenen Gesetze. Ein Fürst kann nicht gegen die Mutterkirche und sein Volk regieren, selbst wenn es geblendet und getäuscht wurde. Mir sind die Hände gebunden. Hier, nehmt das. Und seht zu, dass ihr Kreuznach mit eurem Freund auf dem schnellsten Wege verlasst. Ich kann nichts mehr für euch tun. Müdig um Wissen, doch lauter und rein, so weitet sich Enge, erleichtert das Sein. Der Wille hilft, böse Geister zu binden und am Ende den Stein der Weisen zu finden. Tropft Lebensblut auf Zauberstein, wird das die Eintrittskarte sein zum Studio Necromantico. Und du machst Gold aus Haferstroh. Die Geister sind verschwunden. Und meine innere Unruhe kommt wieder ins Gleichgewicht. Auf, Fauste, jetzt musst du nur noch einen Plan entwickeln, damit dieser Trithemium nicht dich und dein Gretchen vernichten kann. Auf, Fauste! Die ganze Stadt ist in Aufruhr. Wir müssen verschwinden. Los, los, eilt. Ach, dieser verdammte Trithemius, diese Pfaffennatter. Ach, man sollte ihn vierteilen und seine Gedärme bei lebendigem Leib herausreißen. Ach, und dieses dumme Volk fällt auch noch auf ihn herein. Faust, du musst los. Sie werden dich
Sie, was auch immer Sie mit dir vorhaben. Aber doch nicht ohne dich. Sie haben dich mit mir gesehen. Sie werden auch nicht scheuen, dich in den Kerker zu werfen. Vertraue mir. Vertraue mir und eile. Aber wenn dich erst die Zangen der Inquisition packen, dann wirst du ihnen alles erzählen, was sie von dir wissen wollen. Eile, Geliebte, eile durch den Hinterausgang. Ich versuche, sie aufzuhalten. Aber vertraue noch niemals mir. Ohne dich. Doch. Eile. Eile. Faust raus. Faust raus. Faust sie kommen. Raus. Faust raus. Faust raus. Geh. Faust raus. Faust raus. Faust raus. Faust raus! Faust raus! Ich habe sündige Seele. Gott verzeih mir. Meine Seele ist der ewigen Verdammnis preisgegeben. Ich habe mich dem schwarzen Magier hingegeben. Die Hure! Die Metze! Die holen wir uns! Tretet nicht näher! Sonst werdet auch ihr alle verdammt sein! Sonst werden auch eure Seelen auf ewig in der Hölle schmoren! Also, für euer eigen Wohlergehen, bleibt stehen! Seht, das arme Gretchen sinkt zu Boden und scheint ihren letzten Lebenshauch auszuatmen. Aber nein, sie hebt noch einmal den Kopf. Ihr zartes Gesicht ist von Verzweiflung gezeichnet. Ich glaube, jetzt stirbt sie. Aber wer zum Teufel kommt denn da? Was für eine hässliche und nach Pech und Schwefel stinkende Gestalt erscheint vor meinen Augen. Kann es sein, dass... Nein! Sie hat einen Pferdefuß und Ziegenhörner auf dem Kopf. Der Leibhaftige! Es ist der Leibhaftige! Er erfasst den zarten Körper unseres armen Gretchens. Und jetzt, es tut sich ein Loch im Boden auf. Und man sieht, wie dort unten das Höllenfeuer brodelt. Wie es kocht und zischt und mit seinen gierigen, feurigen Zungen alles verschlingen will. Und der Leibhaftige... Er zieht das Gretchen, unser armes Gretchen, unser aller Sonnenschein. Er zieht sie ganz fest an sich und er fährt hinab. Er fährt hinab mit ihr in den Höllenschlund. Unser armes, armes Gretchen. Kommt, betet mit mir. Bittet um Gnade. Für Gretchen ist es zu spät. Herr im Himmel, errette uns. Lass uns nicht auch dieser Bestie der Hölle zum Opfer werden. Kommt, geht mit mir auf die Knie und bittet um die Vergebung all eurer Sünden. Euch durch diese Gauklertricks nicht zum Narren halten. Verfolgt diese Betrüger. Sie wollen aus der Stadt fliehen. Diener Gottes, geht auch ihr gefälligst auf die Knie. Ihr werdet doch wohl nicht die Existenz des Leibhaftigen verleugnen. Auf die Knie. Runter. Auf die Knie. Runter. Ach, das ist ja gerade noch einmal gut gegangen. Ja, Gott sei Dank. Nein, Gretchen sei Dank. Dank deiner Klugheit und deiner Beharrlichkeit sind wir entkommen. Und dank Jakobs überzeugender Redekünste. Ja, da zeigte sich, wie gut es ist, einen ehemaligen Marktschreier als Gehilfen zu haben. Ja, aber nun verzeih die Frage. Wohin wollen wir nun gehen? Nach Norden,
nach Süden, nach Westen oder nach Osten. Die Welt ist überall und wartet auf uns zwei. Ja, aber ich finde, wir sollten noch kühner sein und hier in Kreuznach bleiben und in die Nikolauskirche gehen und Gott fragen, ob er sich traut, uns zu trauen. Kreuznach ist derzeit wohl der gefährlichste Ort für uns beide, den man sich denken kann. Das könnt ihr nicht ernst meinen. Außerdem weiß ich etwas, was wichtiger ist für die Zukunft, als dass wir beide heiraten. Etwas, was wichtiger sein sollte als unsere Hochzeit? Ja, das kann ich dir sagen. Damit Menschen nicht mehr Leute wie dich und mich einfach vertreiben, durch solche Größen wahnsinnigen Pfaffen verursacht. Wir müssen Schulen bauen, denn nur weil das kleine Einmaleins nicht kennt, der weiß auch sonst nicht viel vom Leben. Wir müssen dafür sorgen, dass alle Kinder Bildung erfahren. Nicht nur die der Reichen und der Armen, sondern auch die der Tagelöhner und der Waschweiber und auch die Mädchen. Denn dann, wenn alle Bildung haben, dann werden sie Menschen, die ein anderes Weltbild verkörpern, nicht mehr vertreiben von dieser Welt. Tja, da hast du ja mal wieder recht. Aber jetzt komm erst mal. Wir schlagen uns zu Viadung durch, nach Heidelberg. Der kann uns weiterhelfen. So, so, so. Ah. Zum Viadung, will der alte Halunke. Na, da werde ich einen dringenden Brief in diese Richtung schreiben. Einen dringenden Brief. Da sind wir wieder. Wir, die aus der Zeit gefallenen und den Raum überwindenden, sind wieder hier am Ellerbach, jenem geschichtsträchtigen Locus. Und im himmlischen Auftrag zur Visitatio und strengen Bewertung menschlich allzu menschlicher Handlungen. Die Apokalypse ist im Heiligen Kreuznach zwar ausgeblieben, aber nur vertagt. Denn wenn wir nur zwei verwegene Menschenkinder aus der Zeit herauslösen und ohne durch die Finger zu sehen, ihr Erden behalten, das bei uns auf eherne Tafeln geschrieben ist, mit einer Strenge überprüfen, dann entsteht ein eher dunkles Bild, das jedoch zutiefst menschlich ist und nicht jenseits von Gut und Böse hier vorgelebt wurde. Im Mittelpunkt stand Faust, der Angefochtene, der aus dem Nichts kam, alles wollte, für die Bildung der Kreuznacher Knaben sorgte. Er wollte Gold, ein Mädchen glücklich machen und starb am Ende in Staufen bei dem Versuch, das zweite Mal das Schießpulver zu erfinden. Der Herr sei seiner Seele gnädig, obwohl er behauptet haben soll, er habe zwei davon in seiner Brust. Der andere, sein ärgster Widersacher, Johannes Trithemius, verließ wie Faust die göttlichen Pfade, obwohl es sich für einen Abt nicht ziemt. Er wollte ebenfalls Materia Prima erreichen, um seine Zauberbücher zu finanzieren. Er starb einen gewöhnlichen Tod in der schönen Stadt Würzburg. Soweit unsere höheren Recherchen. Wie Sie nun, sehr geehrte Spektatores, diese beiden Magier und ihr Erdenwalten bewerten, können Sie in Ihren Köpfen und Herzen verschlossen halten bis zum jüngsten Tag. Das göttliche Urteil liegt uns vor, aber wir Erzengel
sagen mit dem großen William Shakespeare, the rest is silence. Ihr seht als Letzten mich vor Ort. So hab ich auch das letzte Wort.